Zitate von Karl Marx. Privateigentum hat uns so dumm und engstirnig gemacht, dass ein Objekt nur dann uns gehört, wenn wir es besitzen. Was den schlechtesten Architekten sofort von der fachkundigsten Biene unterscheidet, ist, dass er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in den Bienenstock einbaute. Von jedem entsprechend seinen Fähigkeiten, zu jedem entsprechend seinen Bedürfnissen. Die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert. Jetzt geht es darum, sie zu transformieren. Die Gedanken der herrschenden Klasse sind zu allen Zeiten auch die vorherrschenden Gedanken. Die Geschichte jeder Gesellschaft bis zum heutigen Tag ist die Geschichte des Klassenkampfes. In der Familie ist der Mann der Bourgeois, die Frau spielt die Rolle des Proletariats. Atheismus ist eine Negation Gottes. Und durch diese Negation stellt er die Existenz des Menschen in Frage. Je weniger du bist, desto mehr hast du. So werden alle Leidenschaften und Aktivitäten von Gier verschlungen.